So, meine Freunde, bei schönem Wetter kann jeder angeln. Bin jetzt am Angelplatz angekommen. Wie ihr seht, es regnet. Ich möchte auch gar nicht so lange erzählen. Wir bauen das mal auf, dass wir ein bisschen wettergeschützt sind. Das will man machen. Nur wer angelt, fängt auch. Petri. Ja, der muss ja mal rankommen. Ja, der hakt doch. Ja, Mann! Geil! 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 Ein Döbel! Ich schlup's nicht! Das ist das Ding. Schön. Petri! Jawohl. Geil! Wunderbar! Alter! Oh! Schön, ey. Ab auf die Matte. Ihr seht uns gleich. Der hat 50 cm. Machst Video? Geil. So, ihr Lieben, wie ihr seht, das frühe Aufstehen hat sich mal gelohnt. Schön. 50 cm Döbel. Fängt man auch nicht aller Tage. Ja. Ist mein erster, also gleich PB. Mit bisschen über 50 cm. Freut mich auf jeden Fall, ja. So kann es auf jeden Fall weitergehen und ja, wenn was weiteres kommt, wir melden uns. Tschüss! Schönes Ding, ey. Auf jeden Fall. Bis dato keine weiteren Fische. Bis auf den einen, wie schon gezeigten. Werden es noch bummelig eine Stunde bleiben. Mal sehen, ob noch was geht. Er wird es erfahren. Der Hund ist auch gespannt. Bist es? Bist du. Bis dahin. So, etwa nach 4 Stunden Angeln hat sich das für heute doch noch gut gelohnt. Wie gesagt, mit dem Fisch, den wir gefangen hatten. War insgesamt wieder sehr durchwachsen, natürlich auch der Jahreszeit zu schulden, ist klar. Wir hatten es mit Wurm probiert, wir hatten es mit Mais probiert, aber mal wieder der ausschlaggebende Köder war Mais. Da hatten wir den schönen Döbel mitgefangen und alle beide aufgrund, wie gesagt, eine Grundmontage mit Futterkorb, dann auf der Fiederrute kam dann auch der besagte Fisch. Hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt, war insgesamt ein sehr schöner Angeltag und ja. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Es gibt erstmal eine kleine Pause. Die Arbeit ruft. Muss ja auch gemacht werden. Ne? Und bis dahin, bis zum nächsten Biss.